Ja Leute, das ist für mich ein richtiges Facelift. Wie es der Name schon sagt, Facelift, ein Auto, ein Update des Fahrzeugs. An den richtigen Stellen wurde da was gemacht. Hier steht der neue Cupra Born VZ. Und was das genau für ein Auto ist? Ja, der Cupra Born. Aber was wurde denn genau verändert bei diesem neuen Modell jetzt? Das klären wir heute in diesem Video. Also bleib auf jeden Fall dran, nach dem Intro geht's los. Ganz viel Spaß. Übrigens, das sind die Bodenmatten, die Teppiche beim Cupra Born VZ. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich hätte gerne lieber Gummimatten, zum Beispiel von To Be Fair, ja, dann habe ich heute ein gutes Angebot für euch von unserem Partnershop 4EV. Denn da gibt es nämlich Gummimatten von To Be Fair zu kaufen, nachhaltig produziert in Deutschland für den Cupra Born, die auch hier reinpassen. Denn ob ihr jetzt einen alten Cupra Born habt oder den neuen VZ, das spielt gar keine Rolle. Die Größen sind die gleichen. Also gerne mal unten vorbeischauen bei Shop4EV, gibt noch 5% Rabatt mit dem Code ADRIVE5. Vielen Dank für die Unterstützung an Shop4EV und nun also ganz viel Spaß mit dem Video. Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir ein Video veröffentlicht vom Cupra Born, einem gebrauchten mit dem großen Akku, das heißt 77 Kilowattstunden Akku. Das Video ist hier oben in den Infokarten verlinkt, könnt ihr euch das gerne mal anschauen, wenn ihr einen gebrauchten Cupra Born sucht, denn die sind preislich gesehen sehr attraktiv und ich behaupte jetzt mal, die werden weiterfallen, wenn dieses Modell jetzt auf den Markt kommt, denn das hier ist ein komplett neues, kann man nicht sagen, aber es wurde eben an den richtigen Stellen doch auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Und heute wollen wir mal klären, was denn da genau gemacht wurde. Vorneweg aber mal zwei Punkte, an denen leider, muss man sagen, nichts gemacht wurde. Das eine war erwartbar, das andere bin ich enttäuscht. Erwartbar war, dass wir hier natürlich nach wie vor keinen Frunk haben. Das Fahrzeug steht auf der MEB-Plattform. Wovon ich aber enttäuscht bin und wirklich enttäuscht bin, sind die Lichter. Ja? Das ist nämlich auch hier kein Matrix-LED-Licht. Man kann es auch nicht haben. Das heißt, der Cupra Born VZ ist das einzige Fahrzeug auf der ganzen MEB-Plattform, das kein Matrix-LED-Licht anbietet. Ja, den sein größerer Bruder, der Tavascan, der hat das eben. Ja. Und das hat der Kollege hier nicht. Das ist jetzt kein Weltuntergang, aber halt sehr schade, wie ich finde. An der Form, an der Größe des Fahrzeugs hat sich gar nichts geändert. Das heißt, es ist genau gleich groß in der Kompaktklasse angesiedelt. Das ist das kleinste aktuelle MEB-Fahrzeug. ID.3 ist das Pendant-Fahrzeug sozusagen von Skoda und auch von Audi gibt es in dieser Kategorie Fahrzeug in der Kompaktklasse eben nichts. Was definitiv gemacht wurde, sind hier die Felgen. Das sind jetzt hier neue Felgen für den VZ. Das sind, finde ich, sehr spezielle, auch mal ein bisschen was anderes. Hier so ein bisschen ein Deckel, dann wieder die Mehrspeichenfelgen. Die sind 20 Zoll groß jetzt in diesem Modell. Die Farbe ist auch neu. Neu, sagt er bei einer schwarzen Farbe. Die Farbe heißt Midnight Black, also Midnight Schwarz, Metallic. Einfach da aufpassen, ihr werdet jeden Miniaturkratzer sofort sehen. Wenn ich hier mal ein bisschen auf Spurensuche gehe, finde ich schon den einen oder anderen. Das ist fast nicht zu vermeiden. Die Farbe wird es vorneweg mal nur für den VZ geben, später auch für alle anderen Fahrzeuge auf oder vom Cupra Born, vom neuen Cupra Born eben. Ja. Ja, was ist denn das für ein Fahrzeug? Ihr habt vielleicht alle schon Videos gesehen zum ID.3 GTX und lustigerweise ist das auch wieder ein Video von uns, das seht ihr hier oben verlinkt, als wir das VW-Problem ein bisschen mal betitelt haben, wie denn die Modelle da entstanden sind, so das halb neue Modell, dann wieder doch nicht das ganz neue Modell. Und das hier ist quasi jetzt eigentlich das Pendant zum VW ID.3 GTX. Es heißt aber nicht GTX, denn es ist hier der VZ, also VZ heißt ja Veloz. So, ich muss dieses ein bisschen noch lernen, aber es klappt immer besser. Veloz. Und der Veloz heißt eben, dass man hier 79 Kilowattstunden hat, also der noch größere Akku. Vorhin waren es ja 77, ja, 2 Kilowattstunden mehr, sei es drum egal. Nee, eben nicht. Das ist nicht das Einzige, ja. Denn es hat sich auch bei der Ladeleistung was getan, was, finde ich, sehr cool ist. Ja, einerseits, nein, es sind immer noch diese... Nicht Nopsis, aber man kann die aufhängen, aber man muss dann immer das Ding noch so rumdrehen. Ja, ihr seht es auch selbst, bis es da mal hängt, egal. Fakt ist, wir haben hier nach wie vor 11 kW über AC, das ist nicht erweiterbar, das heißt, man kann nicht 22 kW bestellen, das lässt die Plattform nicht zu. Das vorneweg, das heißt, es dauert hier 7,5 bis 8 Stunden, bis das Fahrzeug von 0 bis 100% komplett gewüllt ist. Was aber definitiv gemacht wurde, ist, man hat an der CCS-Leistung, an der DC-Leistung, hat man ein bisschen was gemacht. Man hat hier 185 kW.
maximale Ladeleistung. Ladekurve testen können wir heute noch nicht. Warum nicht? Weil der Akku ist noch fast 100% voll. Den bringen wir in dieser Zeit nicht leer. Ich würde mal sagen, in der Kompaktklasse, so 4,28 Meter, 30 Länge, ist das sehr, sehr geil. Gerade deswegen, weil man eben hier auch einen anderen Motor drin hat. Denn ihr kennt es vielleicht, der Cupra Born, den gab es ja lange Zeit mit den 204 oder mit den 235 PS, mit dem E-Boost. Ja. Und jetzt ist es so, man hat hier deutlich mehr Leistung. Das Fahrzeug gibt es nach wie vor nur als Heckantrieb, das vorneweg. Man hat jetzt aber hier 325 PS auf der Hinterachse. Das heißt deutlich mehr Leistung und nur 15 PS weniger als der Allrad Tavascan, der ja mit 340 PS kommt. Der hat 325 über die Hinterachse. Ja. Am Heck des Fahrzeugs hat sich eigentlich gar nichts verändert. Im Gegenteil, also hier das VZ, das ist jetzt dazugekommen, weil es ja jetzt der VZ ist, Veloz. Der Kofferraum ist nach wie vor nicht elektrisch. Finde ich ehrlich gesagt auch, hätte man durchaus machen können, gerade auch, ja, das gehört schon fast ein bisschen dazu, oder? Mittlerweile. Kofferraum ist aber nach wie vor sehr gut. Was nicht gut ist, wir haben hier nach wie vor keine Anhängerkupplung. Zum Zeitpunkt des Videodrehs ist das nicht bekannt, ob das vielleicht noch kommt oder nicht. Fakt ist, aktuell scheint der Dinge hat er keine. Also auch nicht für Fahrradträger. Und ich weiß, es gibt da irgendwie Second-Hand-Lösungen, After-Sale, also Aftermarket was zu kaufen. Aber offiziell von Cupra gibt es hier, Stand heute, dazu nichts. Finde ich schon auch ein bisschen, zumindest für den Fahrradträger hätte ich mir das schon gewünscht, so irgendwie, ja. Ansonsten von außen hat sich wirklich nicht viel getan. Ich muss aber sagen, man muss jetzt auch nicht wahnsinnig viel dran machen, denn der Born hat mir schon immer sehr gut gefallen, optisch vor allem. Und jetzt mit den neuen Felgen, ja, ich würde definitiv nicht schwarz nehmen, das schon mal vorne weg. Ich würde dieses neue Grün, das es gibt, nehmen oder auch eine andere Farbe. Aber auch ansonsten hinten rum, wenn man nochmals auf die Rücksitzbank hier kurz reinschaut, es ist nach wie vor sehr gut. Man hat unten den durchgängigen Boden, das hat da kein Kardan-Tunnel logischerweise drin. Man hat die guten Isofix-Punkte, die man da so rauf machen kann. Den Bügel dann reinstecken, das passt auf jeden Fall. Und der Sitz ist so in diesem Carbon, das sieht so eine Carbon-Optik aus. Schau mal hier, schon irgendwie cool. Also das ist schon ein bisschen so Details. Klar, jetzt im Innenraum, materialtechnisch gesehen, sind wir jetzt hier natürlich nicht in der Premium-Klasse. Ist auch, finde ich, voll in Ordnung. Wenn denn der Preis stimmt, ja, das weiß ich aktuell noch nicht. Aber wo sich definitiv was getan hat, und zwar, das war auch bitter nötig, ja, ist einerseits die Software. Dazu gehen wir gleich ein bisschen mehr darauf ein. Aber vor allem auch beim Sitz haben wir jetzt auch eine Memory-Funktion unten rum. Das heißt, das gab es ja vorhin auch nicht. Man konnte den zwar elektronisch verstellen, aber nicht speichern. Ja. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video sogar falsch gesagt. Dazu entschuldige ich mich natürlich sehr, sehr aufrichtig. Speichern konnte man den wirklich nicht, beim ID3 schon. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz auf die Software ein, denn da hat sich auch was getan. Und zwar finde ich, an den richtigen Stellen hat man da was gemacht. Musste man auch. Was es ist, dazu jetzt ein bisschen mehr. Was ist hier neu im Innenraum? Vor allem hier natürlich der Gangwaldschalter. Wir haben jetzt den ein bisschen kleiner. Unten vorhin war ja da oben bei diesem kleinen Bildschirm, der aber nach wie vor mit dem Lenkrad zusammen verstellt werden kann. Beim Tavascan ist das, der kleine Bildschirm hinten ist hier vorne eigentlich festgemacht. Das ist hier nicht so, den kann man nach wie vor verstellen. Wir haben auch Rekuperationswippen bekommen, die man eigentlich benutzen kann während des Fahrens im D-Modus. Im B werden die ausgehebelt, denn B ist sowieso immer viel Rekuperation vorneweg. Das heißt, der ganze Scheibenwischer, Steuerung ist nicht alles hier hinten auf der linken Seite dahin gewandert. Da kann man das machen. Ist ein bisschen am Anfang eine Umgewöhnung, aber man gewöhnt sich da definitiv, denke ich, schnell dran. Ansonsten die Tasten hier sind immer noch die gleichen, um die Fahrmodi zu verstellen. Und auch oben rum haben wir nach wie vor die Touch-Tasten, die nicht jedem gefallen, ich weiß. Aber die sind jetzt eigentlich eins zu eins identisch mit dem Cupra Tavascan, den wir euch ja schon im Video entsprechend gezeigt haben. Aber jetzt gehen wir wirklich auf die Software, denn das ist eigentlich so ein bisschen der, ja, der Kernpunkt, wo ich sagen muss, haben viele Fahrzeuge auf der MMB-Plattform bisher kläglich versagt. Und jetzt ist es hier wirklich nicht mehr so. Warum ist das? Erstens mal sehr gut. Wir haben hier ein größeres Display, das ist 12 Zoll groß. Das ist kleiner als im Tavascan, aber dennoch, es ist deutlich größer geworden als noch im Vorfeld. Und wir haben eben auch hier jetzt, nur wenn ich die Menüs aufmache, seht ihr das selber, das geht alles flüssig, ohne irgendwelche Ruckler und Wackler und weiß nicht was. Sehr, sehr gut, wie ich finde. Die Navigation geöffnet, jetzt komme ich ja auf die Karte. Wir sind hier jetzt aktuell in Barcelona im Gebiet Montserrat. Ja, könnt ihr selber gern beurteilen, selbst beurteilen, wie ihr das findet. Ich finde das mittlerweile sehr, sehr gut. Das ist natürlich noch nicht auf Tablet-Niveau, wie man das zum Beispiel kennt bei Tesla oder auch bei einem Polestar 4. Aber es ist definitiv in Welten besser, als es noch vorhin der Fall war. Das muss ich schon mal vorneweg sagen. Das ist deutlich besser geworden. Ja.
Was ist auch neu? Wir haben hier, wenn wir auf den Laden gehen, haben wir nach wie vor die Verstellbarkeit des Ziel-SOCs. Man kann den minimal auf 50% einstellen und sonst halt einfach, was man halt will. Große Anzeigen und man hat hier vor allem sehr viele Optionen. Und das hier, dieser eine Punkt da, ja, der ist wirklich wichtig. Nicht verwundert sein wegen dieser Anzeige. Ihr seht hier, den Akkustand ist 88%. Da seht ihr es da. Und das heißt, ihr seht eben hier drauf, wie schnell das Auto laden kann bei aktuellem SOC und Temperatur. Ja. Das ist hier der Ring, der ist jetzt aufgefüllt, 100%. Das heißt, der Akku ist eigentlich optimal temperiert, um eben schnell zu laden. Falls das nicht der Fall wäre, könnte man es da drücken und da würde das Ganze dann die Akkuheizung anschmeißen, um eben dann schnell laden zu können. Natürlich im Winter relevant. Und dann sieht man eben direkt hier, was da für Ladeleistungen rauskommt. Das ist sehr wichtig, hat man geerbt vom ID.7. Und ich komme jetzt auch zum Thema Routenplan. Und das ist auch sehr relevant, denn wir haben hier die Version 4 drauf. Das ist bekannt vom ID.7. Was habe ich jetzt hier für Möglichkeiten? Ich kann jetzt mal hier kurz bei Suchen gehen. Und dann gebe ich mal hier Zürich ein. Dass wir einfach sehen, ach, schon als Vorschlag, schauen wir hier. Weltstadt, so. Denn das ist eine genug große Distanz, die wir jetzt da überwinden müssten. Ja, ihr seht schon, das geht sehr, sehr, sehr schnell. Und jetzt seht ihr hier auch gleich den Weg bis zum Ziel. Ihr seht auch direkt die Ladesäulen. Und wenn ihr jetzt darüber swipet, jetzt nur schon das, wie smooth, schaut mal das an, wie smooth das geht. Zack, ist es offen, so. Wirklich geil, ja. So, jetzt seht ihr hier die Ladesäulen. Es ist jetzt so, dass man das hier noch draufklicken kann und sieht man auch, wie viel hat man bei Ankunft und wie viel hat man dann bei der Abfahrt, also wie lange muss man laden. Das Fahrzeug soll in unter 30 Minuten von 10% auf 80% gehen. Wie gesagt, Ladetest können wir aktuell nicht machen, das würden wir dann in der Praxis aber natürlich noch zeigen, das ist ganz klar. Was ist hier jetzt noch zu optimieren, denn es ist nicht alles gut, was hier drin ist. Einerseits haben wir hier keine Topografie-Einrechnung, das heißt, das Auto merkt nicht, ob es hoch oder runter geht, das ist, finde ich, nicht gut, hätte man machen müssen. Wird hoffentlich noch nachgeliefert mit einem Software-Update. Was ebenfalls noch zu verbessern wäre, ist, dass ihr seht, es zwar hat es hier zwar ein Ionity drin, aber dass dieser Filter, den ich da unten gesetzt habe, nochmals kurz gezeigt, hier drauf drücken, kann ich ja filtern, das heißt über 100 kW und bitte Ionity nehmen. So. Und wenn ich diesen Filter gesetzt habe, dann ist das der Filter für die Anzeige hier auf der Karte drauf. Das heißt, jetzt sollte man hier dann Ionity dann sehen, irgendwo bei Palecha. Soll es hier einen geben da. Da seht ihr es da. Das heißt, er zeigt jetzt hier auf dieser Karte das an, was ich hier gefiltert habe. Aber er nimmt diesen Filter nicht für die Routenberechnung, die ich da habe. Das seht ihr auch hier, GoFast. Und ihr könnt mir glauben, es gibt in dieser Zwischenzeit, in diesem Range, gibt es genug Ionities, die er nehmen könnte als Planung. Das heißt, das kann er noch nicht. Wenn ihr dann hier drauf geht, das will ich euch noch kurz zeigen, hier auf dieses Einstellsymbol da unten, und dann hier bei E-Routenplaner könnt ihr hier drauf drücken. Und jetzt könnt ihr da noch angeben, wie viel wollt ihr am Ziel haben und wie viel wollt ihr an der Ladesäule haben. Wie gesagt, das ist hier die Angabe in Kilometern. Ich fände es besser in Prozent, weil die gesamte Routenplanung in Prozent funktioniert. Das seht ihr auch hier nochmals. Es wird immer mit Prozent berechnet. So viel, so viel. Deswegen wäre es cool, wenn ich halt auch einen Prozentwert angeben könnte beim Ziel-SOC und bei der SOC an der Ladesäule. Aber das ist jetzt kein Weltuntergang, dennoch die Topografie muss hier noch mit reinkommen, damit das alles wirklich dann perfekt funktioniert. Aber nur schon das ganze Ansprechverhalten ist einfach, ja, so viel besser geworden. Und hier sieht man übrigens auch die Reichweite, die Range, in der ich jetzt aktuell fahren könnte. Das ist so. Und jetzt hier kommt der erste Stopp, schau. Ja, dann komme ich nur zum Fazit mit dem neuen Cupra Born VZ. Ich habe euch noch eine wichtige Angabe extra noch unterschlagen, und zwar die Höchstgeschwindigkeit, ja. Denn für uns in der Schweiz ist es vollkommen irrelevant, ob das Auto 160 oder 180 fahren kann. Der kann sogar 200 fahren. Das ist schon geil. Gerade in Deutschland, es steht hinten VZ drauf, da willst du auch 200 km/h fahren können. Finde ich gut, denn wir haben jetzt hier keine Zeit gehabt, noch irgendwelche Fahrszenen zu drehen. Das machen wir dann bei uns zu Hause. Aber das Ansprechverhalten des Autos, wenn du den Cupra-Modus reinmachst, ist, und jetzt bitte nicht auslachen, ist gleich krank wie dieser Punch beim Tesla. Ganz ehrlich, das ist genau gleich heftig. Wenn du aber Komfort reinmachst, ist er deutlich smoother und entspannter unterwegs. Er hat nicht gleich viel Leistung wie ein Tesla Model 3 Performance, das nicht, aber das Grundansprechverhalten des Gaspedals ist richtig brutal im Cupra-Modus, denn so muss es auch sein. Und er lässt das Heck ein bisschen kommen im Cupra-Modus, weil er einfach da merkt, hey, der will jetzt ein bisschen dynamischer fahren, dann lässt er es auch zu, finde ich super. Ja? So.
Ansonsten, der Cupra Born überarbeitet. An den richtigen Punkten wurde das gemacht und vor allem wurde es einmal gemacht. Nicht so eine Zwischenlösung wie beim VW ID.3, nein. Der alte Cupra Born hatte das und der neue hat eben schon alles neu. Neuer Akku, neues Infotainment, neue Motoren, mehr Leistung. Alles einmal neu gemacht, finde ich gut. Das Licht, dass man das nicht gemacht hat, verstehe ich nicht. Ja? Kann ich nicht nachvollziehen. Denn Cupra hat genug Fahrzeuge, die ein Matrix-LED-Licht haben, hat der nach wie vor nicht. Und steht eigentlich so jetzt als einziger alleine gegen alle MEB-Autos da, der das nicht hat. Ich bin halt ein Fahrer, der viel in der Nacht unterwegs ist. Ich brauche gutes Licht und das Licht ist nicht schlecht hier. Aber den Preis, den kenne ich noch nicht, aber der wird nicht tief sein. Und wenn halt dieser Preis dann entsteht und da ist kein Matrix-LED-Licht drin, ne, schade, sehr, sehr schade. Aber diese Pille müsst ihr schlucken und das Thema Anhänger oder Veloträger, Fahrradträger, das ist es mir persönlich nicht entscheidend wichtig. Aber ich kann verstehen, wenn da jemand ein Fahrrad hinten drauf machen will, hat er das halt hier auch nicht. Also diese Pille muss man auch noch schlucken. Aber im Grundsatz muss ich sagen, wurde an den richtigen Stellen was gemacht. Und eben, wenn das Fahrzeug jetzt halt ein bisschen teurer ist als die gebrauchten, das wird natürlich so sein. Und wer jetzt diese neuen Features alle nicht unbedingt braucht, der kann zu einem gebrauchten Born greifen mit dem großen Akku, mit dem E-Boost. Der bekommt das Auto dann für irgendwo um die 30.000 Franken, wenn der dann auf dem Markt ist. Das Fahrzeug könnt ihr ab dem 7. Juni 2024 bestellen, dann sind auch die Preise bekannt. Also wir sind da auch selber sehr gespannt drauf, was das Ding dann kostet. Aber nur so viel sei noch kurz gesagt vorneweg, wenn die Preise zum Fahrevent nicht bekannt sind, dann können die nicht so lukrativ sein. Aber das sehen wir dann im Juni, ja? Okay. Also, eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr zum Cupra Born VZ findet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen und tschüss.